Haben Sie inzwischen schon die Nase voll von den Triellen im Fernsehen? Dieses Triell ist ein völlig anderes Triell. Es ist ein Finanztriell. Und da haben wir einen besonderen Gast, den ich gleich vorstellen werde. Zunächst möchte ich die Stammbesetzung begrüßen. Da ist auf der einen Seite Roland Ulrich. Roland, ich grüße dich. Hallo zusammen. Und wir haben natürlich in der Regie, wie immer, den göttlichen Dennis. Servus, Dennis. Hallo alle zusammen, ich bin auch wieder dabei und ich wünsche euch viel Spaß bei Folge 6 von Boom und Bust. Und wir haben einen Special Guest, der ist bekannt aus Fernsehen, die ganze Welt kennt ihn. Es ist Stefan Risse, ehemaliger NTV-Moderator und jetzt bei einem Vermögensverwalter tätig. Stefan, ich grüße dich, servus. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wir haben heute spannende Themen, die wir diskutieren wollen mit Stefan. Wir haben es auch bewusst das andere Triell genannt, weil wir es einfach etwas inhaltsschwerer und interessanter machen wollen als die politischen Trielle, die wir bisher gesehen haben, wo man ja spätestens nach 2 Minuten eingeschlafen sind, was sowas von inhaltsleer und realitätsfern war. Das war ja wirklich... Da musste man schon fast Schmerzensgeld für fordern. Also bei uns läuft es anders. Wir haben im Grunde 3 große Themen. Das eine Thema ist Inflation und da ist Stefan natürlich der ideale Gesprächspartner, weil er gerade sein Buch rausgebracht hat zur Inflation und sozusagen eine Wiederauflage. Und wir haben weiterhin Themen, was passiert jetzt im letzten Quartal, der Ausblick auf die Börsen, wo geht die Entwicklung hin vor dem Hintergrund von Evergrande, vor dem Hintergrund, dass wir die erste leichte Korrektur gesehen haben an den Märkten und die Märkte technisch angeschlagen sind. Drittens, zu guter Letzt, wir stehen vor der Bundestagswahl. Was heißt das für die Börse, für die Märkte? Welche politischen Konstellationen, welche Regierungskonstellationen haben welchen Einfluss auf die Märkte? Also eine ganze Menge Themen, die wir heute diskutieren wollen. Wir fangen mit Stefan an. Das Thema Inflation ist das beherrschende Thema derzeit. Selbst wenn die gute Frau Schnabel von der EZB meint, dass Inflation eigentlich gar kein Thema ist, dass sie eigentlich viel zu niedrig ist und dass wir uns hier viel zu sehr aufregen. Und wenn man mal die Pandemie herausrechnen würde, das heißt, wir rechnen die Realität heraus, dann ist Inflation eigentlich gar kein Thema mehr. Stefan, fang doch erstmal an mit deinem Buch. Was hat dich motiviert, das nochmal neu aufzulegen? Vom Timing her war das ja eigentlich perfekt. Ja, das ist wohl wahr. Also so viel Glück muss man haben, dass das Buch erscheint und wenige Wochen später springt die Inflationsrate dann in Deutschland auf über 3%. Wünschen wir uns alle nicht, aber es passt natürlich zu dem Thema. Ich habe 2009, du hast es gesagt, dieses Buch ja schon mal geschrieben mit dem gleichen Titel, allerdings mit etwas anderem Cover. Und da war es eigentlich eher so noch ja unkonkret, dieses Inflationsthema. Das waberte so als Angst durch den Raum aufgrund der ja dann beginnenden sehr unorthodoxen Notenbankpolitik, nämlich des Quantitativ-Easings, dass die Notenbanken nicht nur die Zinsen gesenkt haben, sondern in Milliardenbeträgen Wertpapiere aufgekauft haben an den Finanzmärkten, überwiegend Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen, Immobilienanleihen und so wahnsinnig viel neue Liquidität geschaffen haben. Und nach alter Lehre müsste sowas eigentlich zu mehr Inflation führen. Das kam aber erstmal nicht dazu, weil die deflatorischen Faktoren, die wir auch schon vor der Finanzkrise gesehen haben, und da sind im Wesentlichen 2 zu nennen. Das eine ist eben die Automatisierung der Produktion, ja, also die Produktivitätssteigerung dadurch, dass wir immer stärker automatisieren. Und bei dem, was wir nicht automatisieren können, weil es noch zu teuer ist zu automatisieren, Verlagerung in Billiglohnländer. Damals galt China noch als ein solches par excellence. Also Stichwort China als die verlängerte Werkbank der Welt. Das hat die Preise trotz dessen weiter unten gehalten. Und das Geld, was die Notenbanken in die Märkte gepumpt haben, ging halt nur an die Finanzmärkte. Nämlich in gleicher Geschwindigkeit ging die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes runter, weil das Geld nicht in der Realwirtschaft ankam, zumindest nicht so weit, dass wir steigende Inflationsraten bei den Verbraucherpreisen gesehen haben. Wir haben natürlich Inflation gesehen, nämlich Asset-Preis-Inflation, Vermögenspreis-Inflation bei den Immobilien. Wie wir alle wissen, sind die Immobilienpreise enorm gestiegen in den letzten Jahren, vor allem in den Ballungsgebieten, aber am Ende natürlich auch bei den Anleihen, die immer weiter gestiegen sind, mit dem Ergebnis, dass die Zinsen heute sogar im Junk-Bond-Bereich in den USA real negativ sind.
und letztendlich auch bei den Aktien. Da haben wir die Inflation gesehen, aber noch nicht bei den Verbraucherpreisen. Und jetzt durch die Pandemie sind wir in so eine Situation gekommen, wo plötzlich Inflation viel konkreter wird. Wir sehen sie in den Inflationsraten. Wir spüren das aber auch richtig, wenn wir tanken gehen, wenn wir zum Baumarkt fahren. Die Ware ist nicht da. Wenn man so ein Buch schreibt, das im Juni erscheint, dann muss man das irgendwo im April abgeben. Es dauert, bis so ein Buch fertig ist. Und da habe ich schon zum Beispiel über diese Lieferketten-Thematik geschrieben, wo eben so Leute wie Frau Schnabel und andere, die ja immer wieder betonen, es sind nur Basiseffekte und dann wird es wieder in Richtung 2% mit der Inflation gehen. Nein, diese Lieferkettenprobleme halten an. Die Container, die von Shanghai in Richtung USA oder Europa geschickt werden, kosten nach wie vor fast das Zehnfache wie vor der Pandemie. Auch Schüttgut ist nach wie vor auf Rekordhoch in den Preisen. Und das ist ja nicht nur das eine, dass die Lieferketten einmal gerissen sind und offenbar es lange dauert, bis das wieder alles im Lot ist. Wir haben auch die Thematik, dass Produktion wieder lokaler stattfinden wird, weil man sieht, wie unglaublich abhängig man geworden ist von China und von Produktionsstätten weit, weit in der Welt verteilt. Und warum haben wir die Produktion ausgelagert in diese Länder, weil es billiger war? Wenn wir es jetzt, um Liefersicherheit zu garantieren, wieder mehr an uns ranholen, nationaler gestalten, wird es teurer werden und das wird man in den Preisen merken. So, und das ist aber natürlich nur einer der Inflationstreiber, die sich momentan ausmachen lassen. Es gibt noch eine ganze Menge andere, aber das will ich mal dem Zwiegespräch jetzt auch hier überlassen, sonst wird es nur noch. Wenn ich dich zusammenfasse, dann bist du auch eher auf der Seite im Handelsblatt, in einem Kommentarstand vor ein paar Tagen drin. Es werden im Grunde zwei Narrative gereicht. Das eine, es ist so eine Inflation wie in den 50er Jahren in der Nachkriegszeit, wo es Inflationserwartungen gab aufgrund des enormen Nachfragebooms, die aber dann wieder verpufft ist. Es ist also wahrscheinlich mehr wie in den 70er Jahren, wo die Ölpreiskrise eine Lohnpreisspirale ausgelöst hat und wir dann wirklich in eine sehr starke Inflationsphase hereingeraten sind. Siehst du das eher so? Genau, ich habe den Kommentar auch gelesen. Der war ja gestern oder vorgestern oder war im Handelsblatt. Also diese Inflation in den 50er Jahren, die würde ich mal nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Also wir haben dort 10 Jahre, das habe ich im Buch auch aufgeschrieben, ab Ende Zweiter Weltkrieg, die dann folgenden 10 Jahre hatten Inflationsraten von über 4% im Schnitt. Was dann eben auch dazu geführt hat, dass die Amerikaner oder die Welt von diesen Kriegsschulden auch wieder runterkam. Und das war getrieben durch einen Konsumboom, der nicht so wirklich befriedigt werden konnte, weil die Produktion war auf Rüstungsproduktion umgestellt worden. Das haben wir natürlich nicht. Wir werden keine Inflation haben, die dadurch geprägt ist, dass Produktionskapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Das war in den 70er Jahren teilweise so, das war in den 50er Jahren so. Das wird uns nicht mehr begegnen, weil wir eben durch den technischen Fortschritt, aber eben auch durch die vielen Arbeitskräfte, die wir immer noch in China haben, die immer noch vom Land in die Städte kommen könnten, ohne Ende Produktionskapazitäten haben. Und viele Volkswirte sagen dann, ja, dann kann es ja auch keine Inflation geben. Nur, wenn die Vorprodukte, die in den Waren drin sind, also Energie wird überall gebraucht oder eben auch Metalle, die gebraucht werden, seltene Erden, die gebraucht werden, damit ich irgendwie Handys baue und Musikboxen, wenn das teurer wird, dann wird das ja irgendwann im Endpreis sich auch widerspiegeln. Und insofern sehe ich so eine gewisse Mischung aus 50er Jahre und 70er Jahre. Und wir lesen es ja auch gerade ganz aktuell, der Erdgaspreis ist auf Rekordhoch. Und liebe Leute, die Energiewende wird wahnsinnig teuer. Dieser CO2-Preis wird bezahlt werden müssen. Und den werden auch wir Verbraucher mitzahlen müssen. Und der soll ja ständig steigen und schneller als 2% pro Jahr. Und auch das wird in die Inflation hineingehen. Aber wir haben auch noch andere Themen, nämlich Demografie und Löhne, die noch. Genau, das heißt, du gehst davon aus, so eine Mischung zwischen 50er und 70er Jahren. Mithin also werden sich die Notenbanken vielleicht irren. Also das wird nicht so eintreten, sagst du, Stefan. Du sagst aber auch, wir werden keine krasse Inflation haben. Jetzt sprichst du gerade von Energiepreisen und die werden absehbar teurer. Und Energie ist ja einer der ganz großen Treiber für Inflation. Das ist doch eine Geschichte, die nicht so schnell vorbeigeht, aber sie wird uns nicht erzählt. Das ist ja genau der Punkt. Es wird ja gesagt, ja, wir sind die Guten, wir steigen jetzt aus Kohle, aus der Atomenergie. Dass das sehr, sehr viel kostet, wird uns nicht erzählt. Und die Notenbanker versuchen uns hier weiter zu beruhigen. Ist das sozusagen ein Regime-Change? Stehen wir jetzt vor einem Jahrzehnt der Inflation, mit dem keiner irgendwo so richtig gerechnet hat? Und die Notenbanken sind dann in der Falle, weil sie im Prinzip die Zinsen anheben müssten, es aber nicht tun?
und möglicherweise ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und jetzt meine Frage an dich, Stefan. Meinst du, dass diese Inflation absichtlich herbeigeführt wird, um die Schulden gewissermaßen wegzuinflationieren? Ich glaube, dass sie nicht absichtlich herbeigeführt wird, sondern dass sie absichtlich toleriert wird. Sagen wir es mal so. Und der Rubikon ist so weit überschritten, dass eine Rückkehr, ich sag mal, zu Geldpolitik im Stile der Bundesbank in früherer Zeit vollkommen unmöglich wäre. Und da wäre ich selbst als jemand, der vor Inflation warnt, auch kein Befürworter, denn die Folgen wären noch viel, viel schlimmer. Denn wenn wir jetzt anfangen würden, diese Inflation zu bekämpfen, dann muss ich ja, wenn ich eine Inflationsrate von, wir haben in Amerika 5,3%, nehmen wir jetzt mal die USA. So, ab wann wird es für mich denn attraktiv, mein Geld wieder auf dem Sparbuch zu lassen und nicht auszugeben, damit ich dann einfach die Nachfrage nicht ankurbel? Da muss ich aber mindestens einen Zins eigentlich von 5,3% haben, denn erst dann verbrenne ich ja kein Geld mehr. Jetzt mal zumindest vor Steuern betrachtet. Das heißt, die Zinsen müssen auf jeden Fall über das Inflationsniveau angehoben werden, damit sie wirklich inflationsbremsende Wirkung haben. Wenn wir das machen, dann kippt die Wirtschaft von diesem Boom, den wir jetzt gerade haben, in die nächste schwere Rezession und wahrscheinlich sogar Deflation. Nämlich der Grad zwischen Deflation und Inflation ist enorm schmal geworden. Wir haben 15% Zombie-Unternehmen OECD-weit. Das heißt, 15% der Unternehmen können bei den Minizinsen kaum mehr die Zinsen erwirtschaften aus dem laufenden Geschäft. Wenn wir jetzt die Zinsen stark anheben, dann kippen diese ganzen Unternehmen um und die Zahl der Zombie-Unternehmen nimmt natürlich dann noch zu. Und dann haben wir Massenarbeitslosigkeit und soziale Verelendung. Und wenn man da die Wahl hat als Notenbank zwischen dem Szenario und dem Szenario, dass die Preise schneller steigen, dann toleriert man die schneller steigenden Preise. Und in der Situation sind wir. Und aber das spricht da eher für Stagflation, oder nicht, was du gerade sagst? Genau, ganz kurz den Satz zu Ende und ja. mit dem schönen Nebeneffekt, dass die Altschulden durch die Inflation eben entwertet werden. Dass das irgendwann, wie in 70er Jahren, auch zu einer Stagflation führen könnte, will ich nicht ausschließen. Erstmal haben wir jetzt so einen schönen Nachfrageschub nach der Pandemie, aber es könnte durchaus auch ein Stagflationsszenario werden, wo die Wirtschaft aufgrund der Belastung, die wir haben, durch die Dekarbonisierung nicht mehr wirklich stark wächst, aber die Preise eben weiter steigen, angetrieben durch die Dekarbonisierung. Das heißt, das wäre praktisch, sagst du den Satz von Helmut Schmidt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, nicht? Das müssen Sie sehen, Herr Fugmann. Das habe ich damals schon gesagt. Und das würde ich heute wiederholen. Den meinst du, den großen Hamburger und den ehemaligen großen Bundeskanzler, sehr genau. Geschätzt. Aber von Wirtschaftspolitik, ganz ehrlich, hat er so viel nicht verstanden. Und zwar mit einer Aussage ist das deutlich geworden. Schmidt war ein Befürworter des Goldstandards. Und André Costolani, den ich ja gut gekannt habe, hat immer gesagt, er prüft den Verstand eines Volkswirts immer daran, ob der für den Goldstandard ist oder dagegen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob in dieser Runde Befürworter des Goldstandards drin sind. Damit kann ich sicherlich Geldwertstabilität herbeiführen, aber auch dauerhafte Rezession und Stillstand. Das ist sicherlich nicht die richtige Politik. Aber genau, die Notenbanken, um es kurz zu machen, stehen vor diesem Szenario. Habe ich jetzt eine Rezession möglicherweise mit Massenarbeitslosigkeit ohne Inflation oder habe ich eine Wirtschaft, die noch irgendwie läuft, die ich weiter mit billigem Geld ankurbel, aber toleriere höhere Inflationsraten? Und sie haben sich ja jede Rechtfertigung dafür schon geschaffen. Die amerikanische Notenbank mit diesem Übergang zum Average Inflation Targeting, das da eben besagt, man strebt nicht Kalenderjahr für Kalenderjahr 2% Inflation an und startet quasi immer bei null am 1. Januar und sagt so, dieses Jahr wollen wir nur 2% Inflation haben, sondern man nimmt einen längeren Zeitraum und wenn in einem längeren Zeitraum die Inflation eine Zeit unter 2% war, dann kann man doch auch einige Jahre über 2% tolerieren und wir hatten Inflationsraten unter 2% und deswegen kann die Notenbank jetzt ein paar Jahre auch über 4% tolerieren, ohne dieses ja durchschnittliche Inflationsziel überhaupt zu übertreffen. Also sie hat sich da jede Rechtfertigung gebaut, die amerikanische Notenbank lange, lange noch die Geldpolitik so laufen zu lassen und Inflation zu tolerieren. Es wird natürlich irgendwann der politische Druck groß. Wir haben es ja in der Geschichte der Inflation immer wieder gesehen. In der ersten Phase heißt es, es gibt keine Inflation. In der zweiten Phase ist sie dann transitory, also vorübergehend. In der dritten Phase sucht man dann die Schuldigen, dann sind es halt die Unternehmen, die spekulieren. Das sind genau die Argumente, die wir jetzt bei den explodierenden
Gas- und Strompreisen sehen. Und dann sind es halt die Konsumenten, die zu viel ausgeben. Und wenn das alles nicht mehr hilft, dann werden halt die Warenkörbe manipuliert und alles das, was preissteigernd ist, rausgerechnet. Und zu guter Letzt geht es dann um Preiskontrollen. Und das hören wir ja jetzt schon. Ich meine, Andi Scheuer, der Verkehrsminister, schlägt ja schon vor, dass man den Benzinpreis bei 2 Euro deckeln sollte. Markus Söder hat gestern von Inflationsausgleich für die unteren Bevölkerungsschichten gesprochen. Und es kommen ja immer mehr dirigistische Vorschläge jetzt. Und das ist so typisch in diesen Inflationsphasen. Das heißt, die Politik gerät massiv unter Druck. Klar, die Zentralbank kann nicht wirklich reagieren, weil Zinsen zu erhöhen ist nicht wirklich eine Option angesichts der gigantischen Staatsverschuldung. Da würde halb Südeuropa pleite gehen. Wo kann das dann enden? Denn der Druck auf die Politik wird ja immer, immer größer. Also du meinst diesen sehr, sehr guten und besten Verkehrsminister, den die Bundesrepublik je hatte, Andi Scheuer. Genau der. Ich habe von dem schon mal gehört. Also du triffst den Nagel auf den Kopf und diese Kommentare von Politikern zeigen in die richtige Richtung. Diese Inflation wird natürlich nur dann nicht zu ebenfalls zu Massenaufständen und sozialen Unruhen führen, wenn die Löhne oder eben auch die Sozialleistungen mit der Inflation mitsteigen. Und solche Forderungen unterstreichen ja, dass die Politiker genau das wollen. Die Inflation darf nur das Ersparte treffen. Das heißt, Löhne, Sozialleistungen, Renten müssen in gleicher Geschwindigkeit mitsteigen. Dann ist es ja für den Verbraucher erstmal relativ egal. Wir nehmen jetzt mal den Durchschnittsverbraucher, der für diesen Warenkorb angesetzt wird, weil das, was es teurer wird, verdient er dann auch mehr. Dann hat der keinen Nachteil. Dann sind es nur die, die Geld gespart haben, die keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch kriegen und deren Geld weginflationiert wird. Das sind nicht die Superreichen. Die Superreichen haben ihre Family Offices, ihre Private Equity Beteiligungen und Immobilien und Aktien. Das ist der brave deutsche Michel und der brave europäische Sparer. Aber gerade wenn wir nach Deutschland gucken, in die Bundesbankstatistik, liquide Geldvermögen, weit über 50% liegen da immer noch in Sichtanlagen, Sparbücher, also Sparkonten, festverzinslich ohne Zins. Und den Leuten ist gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet, wenn man über mehrere Jahre Inflationsraten hat. Selbst wenn sie nur bei 2% ist, wenn du keinen Zins mehr kriegst, verarmst du ja langsam. Und das, was die Sparer verlieren, verliert der Staat automatisch an alten Schulden. Das ist, ich sag mal, so der Fahrplan. Und man muss eben gucken, ob der aufgeht. Weil die Frage, wo endet das? Wenn wir dann an einen Punkt kommen, wo das Vertrauen ins Papiergeld verloren geht und wir tatsächlich so eine Flucht aus Papiergeld sehen in Sachwerte. Das haben wir 70er Jahre irgendwann ja auch dann immer stärker gesehen. Da haben die Leute dann irgendwie alte Kaffeemühlen gekauft. Dann kommt möglicherweise dieser Volker-Moment, ja, habe ich jetzt einfach mal selber kreiert, diesen Begriff orientiert an Paul Volcker, dem Notenbankpräsidenten unter Ronald Reagan vor Alan Greenspan, der dann damals die Zinsen massiv nach oben gesetzt hat, um die Inflation abzuwürgen, was ihm auch gelang. Es half dann auch, dass die OPEC quasi das Kartell mehr oder minder zusammenbrach. Der Moment wird irgendwann kommen. Aber die Idee ist eben, Inflation erstmal laufen zu lassen, um Altverschuldung abzubauen und dann irgendwann das Signal zu setzen. So, und jetzt ist Inflationsbekämpfung erste Priorität und nicht mehr die Wirtschaft zu stützen. Ob der so aufgeht, der Plan, muss man sehen. Aber das ist zunächst mal das Szenario, was angesteuert wird. Und das ist wichtig, als Anleger einfach zu wissen. Denn solange die Notenbanken nicht umsteuern, dürfte die Vermögenspreisinflation weitergehen. Erst wenn irgendwann mal Inflationsbekämpfung Priorität Nummer 1 der Notenbank ist, dann hört die Musik auf zu spielen. Dann wird es ganz bitter werden. Dann werden diese ganzen Höherbewertungen über den historischen Maßstäben sich wieder normalisieren. Aber davon sind wir, glaube ich, ein weites Stück noch entfernt. When you trade stocks, be like me. Trade with XTB. Stefan Risse, ich habe in deinem Buch gelesen, dass du ein Befürworter von MMT bist, Modern Monetary Theory, die besagt, wir können eigentlich unendlich Geld drucken, solange die Inflation nicht ansteigt. Jetzt weißt du vielleicht, ich habe mich kürzlich als Finanzkanzler in Deutschland beworben, indem ich klar gemacht habe, dass Schulden ja eh nicht zurückgezahlt werden oder wir einfach das Geld drucken können, um diese Schulden zurückzubezahlen. Vielleicht sollte ich dich da als EZB-Chef installieren, Stefan, weil du bist der ideale Mann eigentlich, um das umzusetzen. Vielleicht muss ich den Marcello Fracerino da ausladen wieder, nachdem ich das gelesen habe. Das wird dem Marcello aber nicht gefallen. Ja, da muss er mit leben, gell?
Aber Stefan, du bist ein Anhänger von MMT, beziehungsweise du hast eine gewisse Vorliebe. Stimmt das? Erkläre dich mal, lieber Stefan. Ja, und das ist schon interessant. Da warnt einer vor Inflation und ist dann doch ein Anhänger von MMT. Klar. Jetzt hoffe ich, dass ihr ausreichend in Videos hier oder auch Finanzmarktwelt schon mal erklärt habt, was MMT ist, weil man müsste schon ziemlich ausholen, um das jetzt in der Theorie hier darzulegen. Ich würde niemals, um das auch klar zu sagen, die Wirtschaft komplett auf MMT umstellen oder unser Geldsystem auf MMT umstellen, von heute auf morgen. Das würde ich nicht tun, aber es ist ja schon mal die Frage zu stellen, warum muss neues Geld immer nur durch neue Verschuldung entstehen? In unserem Schuldgeldsystem entsteht neues Geld immer nur durch neue Verschuldung. Ist das wirklich notwendig oder kann es andere Wege geben, in denen, auf denen Geld, eben neues, frisches Geld entsteht? Und bei der Modern Monetary Theory ist es ja so, um es kurz zu sagen, der Staat verschuldet sich quasi bei der Notenbank zum 0% Zins und kann das theoretischerweise unendlich tun. So. Da würde ich allerdings genau wie Ray Dalio, der Manager des größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater, der ebenfalls ein Befürworter von MMT ist, dem würde ich eben beipflichten, das Ding darfst du natürlich nicht einer Regierung, einer gewählten Regierung in die Hand drücken, einfach mal so. Weil dann kannst du natürlich im Wahlkampf alles versprechen und tatsächlich so viel Geld drucken, dass es hochinflationär wird. Sondern genau, ich habe alles versprochen zum Beispiel. Ne? Und deswegen werde ich ja auch gewählt, Stefan. Verstehst du? Das ja, ist ja mal der Unterschied. So einfach würde ich es eben nicht machen, sondern ich würde sagen, muss ein übergeordnetes Gremium geben, in dem festgelegt wird, wie viel Geld im Wege der Modern Monetary Theorie entsteht, beispielsweise um so eine Energiewende zu finanzieren. Und dass man eben quasi beide Systeme nebeneinander stellt. Die Notenbank oder der Staat kann sich zu einem gewissen Teil eben auch nicht zum Marktzins, sondern zum Nullzins bei der Notenbank verschulden, um gewisse investive Aufgaben zu schultern. Denn, Markus, ich meine, guck mal, wir haben jetzt schon rund ein Drittel der Staatsschulden Europas, der USA, liegen bei den Notenbanken. In Japan ist es, glaube ich, in Richtung 70%. Glaubt denn irgendjemand, dass diese Schulden von den Staaten an die Notenbanken zurückgezahlt werden, ohne dass die Notenbanken das ersetzen durch neue Anleihekäufe? Mit Sicherheit nicht. Und ich werde noch provokativer. Wenn du jetzt hingehst und sagst, alles, was an Staatsanleihen bei den Notenbanken liegt, schreddern die Notenbanken einfach und verzichten auf die Rückzahlung. Wäre das dann inflationär? Nein, das Geld ist ja schon ausgegeben. Natürlich wäre das nicht inflationär. Das macht man nur nicht, weil es natürlich so einen psychologisch negativen Effekt hätte, dass man denkt, ja Moment, also die Schuld gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Das würde das Vertrauen untergraben. Aber praktisch gesehen ist das so. Und wenn man dann MMT gegen quantitativ Easing stellt, dann siehst du eines, bei MMT kriegt der Staat das Geld direkt und kann es direkt investieren. Bei quantitativ Easing haben wir gesehen, die Notenbank kauft am Markt auf, das Geld landet am Finanzmarkt, es bleibt im Finanzsystem bei den Banken stecken, die sich irgendwie ihre Bilanzen sanieren und es kommt zu wenig in der Realwirtschaft an. Mit dem Ergebnis, dass du eben wahnsinnig aufgeblähte Geldmengen hast, im M1-Bereich unglaublich viel Geld durch die Finanzmärkte wabert, das eben dann ja ein virulentes Inflationspotenzial darstellt, wenn es irgendwann in die Realwirtschaft kommt. Und deswegen glaube ich, der sauberere Weg wäre, im Wege der MMT gewisse Mittel zu schaffen, die investiv dann eingesetzt werden, nicht nur beschlossen werden können durch eine Regierung, sondern da muss in der Tat die Notenbanken, also die nationale, möglicherweise, wenn wir in Europa reden, die EZB, die laufende Regierung, gewisse Verbände, die müssten zusammensitzen und sagen, okay, so und so viel Geld erschaffen wir im Wege der MMT, dann kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Man muss das nicht in Reinkultur umsetzen, also sprich zu 100% auf MMT umstellen. Man kann das als zusätzliches Instrument fahren und da finde ich es ganz spannend. Okay, also ich werde dich, Stefan, du hast mich total überzeugt. Vor allem werden wir dieses Gremium natürlich nicht demokratisch wählen, das dann die Sachen entscheidet. Ne? Demokratie ist überbewertet. Man muss es ja mal auch so sagen. Roland, wie siehst du die Sachen? Würden die Chinesen so sehen wahrscheinlich. Also nicht die Uiguren, aber die anderen. Ja, ja.
Also Markus, wenn du der Finanzkanzler bist und Stefan wird sozusagen der EZB-Präsident, dann kannst du ja Marcello das Amt des Finanzministers anbieten. Da kann er dann auch sein Unwesen treiben und nimmt die Schnabeltasse als Beraterin dazu. Ich meine, besser kann es ja da nicht mehr werden. Aber kommen wir mal, um mal den Bogen ein bisschen weiter zu spannen zum Thema Europa, was ja leider in den Triellen der Politiker nicht wirklich ernsthaft zur Sprache kam. Du hast in deinem Buch auch ein Kapitel drin, was heißt die großen Herausforderungen für Deutschland und Europa. Was sind aus deiner Sicht die Herausforderungen und was muss in Europa passieren, dass wir diese unglaubliche Wirtschaftsmacht, die wir haben, das Potenzial, das wir haben, dass wir das auch wirklich heben können? Ja, die große Herausforderung ist China. Also für die ganze Welt und eben damit auch für Europa und für Europa dann im Besonderen jetzt in dieser Konstellation der beiden großen Machtzentren USA und China. Aber China ist wirtschaftlich die große Herausforderung, denn wir haben dort mittlerweile eine extrem kompetitive, also wettbewerbsfähige Volkswirtschaft. Wir reden in Deutschland, und ich kann das aus eigener Perspektive gut nachvollziehen, über Work-Life-Balance und über Burnout. Wer da in China mitkommt, der geht zur Seite, stehen 10 in der Schlange, die den Job machen wollen. Wir wissen, wie die Kinder da gedrillt werden. Alles Ding, also in den Schulen, alles Dinge, die ich nicht möchte. Aber das ist eben der Wettbewerb, dem wir uns zu stellen haben. Und China war für Deutschland im Besonderen ja ein unglaublich wachsender Markt, also Stichwort oder allen voran für die deutsche Automobilindustrie. Das ganze Wachstum kam von da, man konnte da hohe Gewinnmargen erzielen. Und ich fürchte, dass das zum Beispiel im Zeitalter der Elektromobilität so nicht mehr laufen wird. Also das deutsche Auto steht für tolle Verbrennungsmotoren. Aber bei Elektromobilität entwickeln die Chinesen eigene Autos. Ich glaube, uns wird ein Markt verloren gehen. Und vor allem, wenn dieser Handelsstreit zwischen USA und China weiter eskaliert, dass dann möglicherweise auch gewisse Exportbeschränkungen plötzlich da sind, die Chinesen dann eben auch Produkte boykottieren. Wir haben das ja bei Adidas und bei H&M schon gesehen, als die nur gesagt haben, sie kaufen aus der Region der Uiguren da keine Baumwolle mehr ein. Ich glaube, dass das die große Herausforderung ist, wie Europa sich positioniert in diesem Machtspiel USA gegen China. Und dafür brauchen wir ein geeintes Europa. Und ich sehe da mit Emmanuel Macron und Mario Draghi, zwei Staatsmänner, die das wirklich, glaube ich, im Blick und verstanden haben. Ich hätte in Deutschland so gedacht, Friedrich Merz hat diesen globalen Blick, den hat er, der enttäuscht mich aber längst auch an vielen Stellen jetzt wieder mit seinen Kommentaren. Ob der Laschet oder der Scholz oder die Baerbock da irgendwie ein Auge drauf haben oder ob die nach wie vor in nationaler Politik denken, da fürchte ich eher Letzteres. Aber das müsste man machen. Deutschland müsste sich mit Italien, Frankreich vereinen, dieses Europa wieder ein. Denn wenn wir von den Vereinigten Staaten von Europa reden, liebe Leute, dann sind wir das größte Gebiet punkto Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, China wird die USA überholen, aber Europa später überholen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Nur leider, momentan haben wir eher Kleinstaaterei, unglaublich viel Bürokratie. Es ist eine große Herausforderung. Ich kann auch nicht erkennen, dass sie wirklich angenommen wird und man irgendwas tut, um sie zu meistern. Und jetzt ist ja die deutsche Wirtschaft sehr abhängig von der chinesischen. Wir sind sehr exportlastig. Und wenn du dir den DAX anguckst, die Großkonzerne haben einen riesen Exposure nach China, dementsprechend der regelmäßige Kotau. Was müssen wir tun, dass wir unabhängiger werden und wie schaffen wir das in einem europäischen Konzert besser? Ja, Europa muss sich emanzipieren. Wahrscheinlich auch sicherheitspolitisch, denn solange wir vom Hegemon USA abhängig sind, werden wir wahrscheinlich auch von den USA gezwungen werden, die gleiche Politik gegenüber China anzuwenden, die die USA anwendet. Und vielleicht muss Europa einen anderen Weg finden, mit China umzugehen. Und es ist, du sprichst das richtigerweise an, im allerhöchsten Interesse für Deutschland, weil wir extrem abhängig sind von China. Es gehen nach wie vor die meisten Exporte in die USA, aber das ganze Wachstum der letzten Jahre kam aus China, das wissen wir auch. Also wir müssten dort eine eigene Position finden, die aber eben auch emanzipiert sein muss, denn wir sehen, die Chinesen kommen mit dieser neuen Seidenstraße und versuchen ja auch in Italien und in Griechenland anzudocken, indem sie Infrastrukturprojekte finanzieren, um sich da breit zu machen. Also wir müssen denen schon selbst
selbstbewusst entgegentreten. Aber es muss vielleicht nicht diese Kampflinie der USA sein. Aber das geht nur mit einem vereinten Europa, weil die Nationen selber, auch Deutschland als die größte Volkswirtschaft in Europa, wir sind zu klein, um uns alleine dem entgegenzustellen. Aber das geeinte Europa, das ist schon ein anderes Gewicht. Wir wollen nach einer kurzen Unterbrechung sprechen über China etwa. Ob das wirklich so toll ist mit dem chinesischen Wachstum die nächsten Jahre, das müssen wir abwarten. Und wir wollen natürlich auch, wir haben gerade das Thema Europa gehabt, mal kurz ein paar Perspektiven auf die Bundestagswahl werfen, nachdem wir diese kleine Unterbrechung gemacht haben, die eine Werbung enthält von unserem Sponsor XTB, bei dem man Aktien ohne Provision handeln kann. Bleiben Sie dran. An den Finanzmärkten bietet jeder Augenblick eine Möglichkeit. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Analysieren Sie die Situation. Wählen Sie Ihre Strategie. Und handeln Sie, egal wo Sie sind, so wie Sie möchten. Mit vollem Zugriff auf alle relevanten Daten und den wichtigsten Trading-Tools. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Sie zu unterstützen. XTB. Zeit zu handeln. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass Olaf Scholz dieses Comeback gemacht hat. Und es ist auch fast noch merkwürdiger, dass etwa eine Frau Esken, ein Herr Bojans und auch ein Herr Kühnert sich praktisch komplett zurückgezogen haben, alles auf die SPD hin fokussiert haben, auf Olaf Scholz als den Kanzlerkandidaten. Aber diese Herrschaften würden ja wieder auftauchen, wenn Olaf Scholz wirklich Kanzler wird. Stefan, wie siehst du das? Was wird dann passieren? Wird da die SPD dann ein Problem bekommen, wenn Olaf Scholz es wirklich schaffen würde, die stärkste Partei hier zu repräsentieren? Ja, nicht die SPD kriegt das Problem, Olaf Scholz. Also ich denke, da sitzt ein vorheriger Kanzler in Hannover und sagt sich, der Olaf, der wird schon noch merken, wie das ist, wenn die eigene Partei nicht mitspielen will. Das habe ich ja auch kennengelernt bei der Agenda 2010. Ihr wisst, wen ich meine. Gerhard Schröder, bekannt aus Instagram und von seinem Podcast mit Bela Ander, das genau ist zu erwarten, dass diese linken Kräfte der SPD und auch der vorhin schon kurz zitierte Helmut Schmidt ist ja damals beim NATO-Doppelbeschluss abhängig gewesen von den Stimmen der CDU 1982, 83, wann das war, also das Aufrüsten dann mit Pershing 2 und Cruise-Missiles-Raketen, weil seine eigene Partei, der linke Flügel, nicht mitgespielt hat. Das wird der Olaf Scholz genauso merken. Es ist aber auch zu hoffen, dass bei einigen, ich sage das jetzt mal so ganz offen, dass bei einigen Wählern das vielleicht auch noch mal klarer wird, jetzt, dass diese SPD, die wir da jetzt sehen, nicht die SPD sein wird, die dann regiert, dass das deutlich linker ist, weil die Namen hast du genannt, die stehen für eine ganz andere Politik. Und im Übrigen ist ja bemerkenswert, dass die deutsche Politik offenbar so schlecht ist, dass nichts tun, denn Scholz hat ja quasi nichts gemacht, eben ausreicht, um zu gewinnen. Doch, er hat erfolgreich vergessen. Also der hat zum Beispiel Wirecard, Warburg, Cum-Ex. Also das ist, du musst diese aktive Leistung zu vergessen. Beides ist, glaube ich, fürs allgemeine große Wahlvolk zu kompliziert, Cum-Ex, Wirecard. Wenn man irgendwie dem Scholz nachweisen könnte, er hätte Kükenschreddern irgendwie unterstützt, da könntest du ihn drauf festnageln. Aber Cum-Ex, Wirecard, ja, das ist so, ich glaube, fürs breite Volk, die verstehen einfach nicht, was dahinter steckt. Denn diese Vorgänge da um Cum-Ex in Hamburg und die Aufzeichnungen in dem Tagebuch von dem Herrn Olearius, da diesem Warburg-haftenden Gesellschafter, das sind ja alle schon interessante Vorgänge. Auch wenn man dem Scholz am Ende nichts nachweisen kann, stimmt schon. Aber es ist erstaunlich, dass der so unglaublich gut dasteht. Ich glaube einfach, weil er eben kein Buch geschrieben hat, in dem irgendwelche Zitate nicht mit entsprechenden Quellenangaben versehen sind oder Plagiate drin sind. Wie gesagt, keine Fehler machen reicht schon, um in den Umfragen vorne zu liegen. Ich glaube, er hat vor allen Dingen den YouTube von Professor Rieck gesehen über die Funktionsweise und die Mechanismen in einem Triell. Wer hat die große Überlebenschance und wer gewinnt in einem Triell? Das ist in der Regel der Schwächere von den dreien. Und ich glaube, er hat das ganz gut umgesetzt und die Aussichten sind ja ganz gut. Aber weil es ist immer ein relatives Spiel. Ich meine, Baerbock hat sich selber rausgeschossen. Laschet kommt nicht in die Puschen. Und Scholz ist derjenige, der relativ davon profitiert hat.
oder nicht? Ist die Frage, wer jetzt in unserem Triell der Schwächste ist und quasi damit der Gewinner. Das entscheiden die Zuschauer am Schluss. Wir machen eine Abstimmung. Ja. Aber vielleicht kann man das kurz erklären. Der Christian Rieck, den wir das letzte Mal im Boom und Bust hatten, der hat das anhand des Westerns Glorreicher Lunken oder The Good, ja. The Bad and The Ugly, wie das auf Englisch heißt, glaube ich, wo drei Schützen eben der Fall sind. Ein sehr, sehr guter Schütze, der absolute Top-Schütze, die sich in einem Triell gegenüberstehen. Ein guter Schütze und ein schwacher Schütze. Dann muss der stärkste Schütze versuchen, den zweitstärksten Schützen auszuschalten, weil er sonst kaum Überlebenschancen hat. Und am Ende siegt dann meistens der dritte schlechteste Schütze, weil eben die zwei Top-Schützen sich gegenseitig behaken und er dann am meisten Zeit hat, den anderen auch noch tot zu schießen. Also so ein bisschen ist es gelaufen, glaube ich, bei diesen Triellen. So richtig überzeugt hat keiner, aber gut, es ist auch jetzt nicht eine Wahl, die wirklich mit Leidenschaft geführt wird, hat man das Gefühl, seitens der Bevölkerung. Und meine Vermutung ist, vielleicht wird sich das als falsch herausstellen, dass die SPD eigentlich ihr maximales Wählerpotenzial schon ausgenutzt hat und die CDU viele so eigentlich konservative, denkende Menschen, die nicht begeistert sind von Laschet, jetzt vielleicht doch erreichen kann. Noch seht ihr das ähnlich? Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das ist halt schwer zu entscheiden. Die entscheidende Frage ist halt am Ende des Tages, wir werden irgendeine Regierungskoalition bekommen mit drei Parteien in der Regierung. Egal welche Konstellation, die Frage ist, welche Auswirkungen hat das letztendlich auf die Finanzmärkte, auf die Börse? Und da frage ich mich natürlich, in einem Aktienindex, der extrem exportlastig ist, der sehr stark an der Weltwirtschaft, vor allen Dingen an Asien hängt, glaube ich nicht, dass die Regierungskonstellation, egal welches am Ende des Tages geben wird, so einen massiven Einfluss auf die Entwicklung der Börsen haben wird. Oder Stefan, wie siehst du das? Also ich habe ein ganz klares Szenario, ob Ampel oder Jamaika oder wenn das dann doch irgendwie noch gehen sollte, Schwarz-Grün oder meinetwegen auch sogar Rot-Grün, hat wahrscheinlich keine Auswirkungen, weil wenn du dir anguckst, was die in den Programmen drinstehen haben, ist es ja doch relativ ähnlich. Rot-Grün ist vielleicht noch so ein bisschen wackelige Partie, haben wir aber ja nicht so schlechte Erfahrungen mitgesammelt unter dem besagten Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010. Rot-Rot-Grün, glaube ich, wäre was anderes. Ich glaube, dass da die Börse schon in die Knie gehen würde, aber immer in der Konstellation, also die Wahl haben wir jetzt am Sonntag, jetzt wird nicht mehr viel passieren, sollte in den Koalitionsverhandlungen man sehen, es läuft auf Rot-Rot-Grün hinaus. Ich glaube, dann kriegen wir hier eine Sonderbörse in Deutschland, die abwärts geht. Aber an dem Tag, wo der Koalitionsvertrag unterschrieben wird, gilt dann auch wieder der Satz, politische Börsen haben kurze Beine und wird die Börse nach oben drehen. Das sind oft wirklich tolle Möglichkeiten für Investoren und Anleger, sowas auszunutzen. Ich habe das Mitte der 90er Jahre, nagelt mich nicht fest, es kann 96 gewesen sein, 97, da gab es in Frankreich plötzlich so einen Linksruck und es drohten die Linken gewählt zu werden. Mhm. Und der CAC 40, also die französische Börse, ging als einzige richtig in die Knie. Und ich habe dann tatsächlich an dem Freitag nach der, nee, Entschuldigung, an dem Montag nach der Wahl habe ich dann sofort gekauft. Es wurden dann nämlich auch die Linken gewählt, aber dann drehte die Börse nach oben und man muss nicht so weit in die Geschichte gehen. Wenn wir uns an die Wahl von Trump erinnern, die Börse wollte Trump ja nicht. Die Börse ging runter. Ich habe nachts mir die Future-Kurse angeguckt, als dann klar wurde, Trump wird Präsident, ging der Dow Jones Future und S&P Future und DAX wird ja auch von CFD-Brokern beispielsweise teilweise 24 Stunden gehandelt, ging alles in die Knie. Kaum war der Trump gewählt, trat auf die Bühne, drehte die Börse und wir haben eine Riesenhosse bekommen. Also da können Sie auch eine große Chance auftun. Aber ich glaube nur dann, wenn es plötzlich doch in den Koalitionsverhandlungen auf Rot-Rot-Grün hinausläuft. Ja, sehe ich auch so. Schauen wir mal, wie es passiert. Wir müssen jetzt natürlich spekulieren, gar keine Frage. Es wird sicherlich eine enge Geschichte, das zeichnet sich ab. Und wir wollen nach einer ganz, ganz kurzen Pause, meine lieben Damen und Herren, nochmal sprechen über das, was auf die Märkte jetzt übergeordnet zukommt, jenseits der Bundestagswahl. Und da könnten einige interessante Entwicklungen eben stattfinden, die wir gleich besprechen. Bleiben Sie dran, bis gleich. Be like me, join XTB. Wir wollen jetzt mit Stefan Risse nochmal sprechen über den Ausblick auf das letzte Quartal diesen Jahres. Bisher waren die Unternehmenszahlen ja bombig, alles war schick. Aber jetzt zeichnet sich das ab, was wir vorhin angedeutet haben. Wir haben Lieferkettenprobleme, die Kosten für die Unternehmen steigen massiv. Was bedeutet das für die Margen der Unternehmen? Werden wir schlechte Zahlen sehen? Werden wir
Gewinnwarnungen sehen. Was wird da im nächsten Quartal passieren? Haben wir den Hochpunkt der Börse gesehen vielleicht, weil eben jetzt der Sugar Rush vorbei ist und jetzt kommen wirklich die Probleme? Stefan, wie siehst du das? Ja und nein. Also ja, wir werden Gewinnwarnung sehen. Wir werden ganz klar diese gestiegenen Preise, diese Lieferschwierigkeiten in den Bilanzen der Unternehmen erkennen. Ich glaube nicht nur, nicht erst viertes Quartal. Wir werden das schon in den Ergebnissen fürs dritte Quartal sehen, weil seitdem haben wir schon die Problematik, dass die Unternehmen keine Mitarbeiter finden, dass deutlich mehr Lohn gezahlt werden muss, um die Leute heranzubekommen. Allerdings wird sich das dann im nächsten Jahr entspannen, wenn man dann in der Lage ist, diese gestiegenen Preise an die Verbraucher oder an die, wenn es B2B-Geschäft ist, an die Abnehmer weiterzugeben. Also ich glaube, dass die meisten werden das tun und auch können. Aber zwischendrin, weil es ja laufende Verträge gibt, wird es erstmal die Gewinnmargen nach unten drücken. Dass das dazu führt, dass die Börse ihren Höhepunkt schon gesehen hat, davon bin ich nicht überzeugt. Wenn wir mal in den letzten Jahren schauen, was die Märkte eigentlich bewegt hat, dann ist es eben immer stärker die Geldpolitik der Notenbanken. Aufgrund dessen ist auch die Erholung nach dem Pandemieeinbruch im vergangenen Jahr so extrem schnell gegangen, weil es eigentlich aus geldpolitischer Sicht keinen Grund gab, dass die Börsen nach unten gingen. Und deswegen haben die sich auch sofort wieder erholt, weil die Liquidität überbordend schon da war und ja dann noch zusätzliche Liquidität reingepumpt worden ist. Und wenn wir uns mal die Situation anschauen, die wir haben, dann wird die US-Notenbank die Zinsen nicht vor 2023 erhöhen, nach aktueller Projektion des Marktes. Sie werden ein Tapering machen wahrscheinlich, also ein Zurückfahren der Anleihekäufe. Aber Tapering ist nicht Tightening. Das heißt, sie kaufen ja weiter. Sie pumpen weiter Liquidität, nur nicht ganz so viel. Problematisch wird es erst, deswegen habe ich 2017, 2018 auch vor fallenden Börsen gewarnt, wenn wir wirklich wieder ein quantitativ Tightening bekämen, also die Notenbank aus der Bilanz Anleihen verkaufen würde. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Und wenn wir wirklich eine Reihe von Zinserhöhungen über einen längeren Zeitraum sehen, dann müssen wir uns wieder, ja, auf einen längeren Bärenmarkt gefasst machen. Aber zunächst einmal sehe ich nach wie vor diesen völligen Mangel an Anlagealternativen. Die Realverzinsung, die ja durch die gestiegenen Inflationsraten noch viel negativer ist als vorher. Und das lässt weiter Geld, von dem viel neu geschaffenes entstanden ist oder viel neu geschaffen wurde, jetzt in der Pandemie, lässt das Geld weiter in die Aktien drängen. Und deswegen kann ich mir trotzdem auch eine Jahresendrallye nochmal vorstellen. Ich würde das sogar unterschreiben. Nicht, weil jetzt die amerikanischen Aktienmarktstrategen mit relativ bullischen Aussagen rauskommen. Jetzt der Kolanovic von JP Morgan, dann der Costin von Goldman, die alle ihre Prognosen nochmal angehoben haben, auch eine entsprechende Jahresendrallye erwarten. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und das hatte auch Christian Rieck sehr, sehr deutlich gesagt, aus spieltheoretischer Sicht, die Spielbedingungen haben sich geändert. Historische Bewertungsmaßstäbe sind nicht mehr wirklich relevant, weil wir als neuen dominanten Player die Zentralbanken im Markt haben, die die Märkte einfach mit Liquidität fluten. Tightening wird es nicht geben. Klar werden Anleihekaufprogramme zurückgefahren. Und es wird inflationäre Bewegungen geben und so weiter. Aber vom Grundansatz her ist es einfach so, dass die Liquidität die Märkte weiter antreibt. Wir haben weiterhin die massiven Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen, die historische Dimension angenommen haben, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Die Gewinndynamik ist trotz wahrscheinlich zu erwartetem Margendruck immer noch relativ gut. Also die Vorzeichen stehen, da würde ich dir zustimmen, durchaus auf weiter steigende Kursen, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen volatiler werden wird und wir Einbrüche, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben, durchaus öfter sehen können. Klar. Was sagt unser Permabär aus Hamburg dazu, Markus? Also der Permabär ist ja permanent bullisch, wie du weißt, gell? Eigentlich ein totaler Bulle, der sich ab und zu verkleidet in einen Bären. Ja, deswegen stehe ich jetzt bei Markus Koch im Studio und da freue ich mich sehr. Also sagen wir mal so, die ganze Geschichte hängt ja für mich davon ab, ob letztendlich dieses Narrativ der Notenbanken auch eintritt. Das ist vielleicht jetzt noch nicht in diesem Jahr, ob diese Inflation wirklich so transitory ist. Klar haben wir dann die Basiseffekte, die nächstes Jahr dann wieder verschwinden. Jetzt haben wir natürlich durch diese massiven Einbrüche, was die deflationären Situationen betrifft, während Corona, haben wir natürlich automatisch hohe Inflationsraten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Was aber, wenn jetzt diese Lieferkettenproblematik eben nicht verschwindet und die Gespräche, die ich mit
Leuten führe aus verschiedenen Bereichen, die mich anschreiben, die mir erzählen, bei mir in der Branche ist es so, deuten darauf hin, dass das viel länger dauern wird, dass wir also mindestens bis Mitte 2022, wenn nicht sogar bis 2023, weiterhin riesigen Druck haben in Richtung einer Inflation. Und wie reagieren die Märkte dann, wenn praktisch die Notenbanken jetzt sich ganz offenkundig geirrt haben? Ja? Dass man dann sagt, ja Leute, ihr habt es leider falsch gesehen. Und jetzt müsst ihr was machen. Der Druck wird sozusagen riesig werden auf die Notenbanken, weil die Notenbanken sonst praktisch ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und das können sie nicht riskieren eigentlich. Das heißt, euer Argument basiert natürlich richtigerweise darauf, wir haben Liquidität etc. etc. Aber vielleicht haben wir am Horizont schon eine Situation, wo die Notenbanken eben ihre Glaubwürdigkeit auch vielleicht verlieren oder zumindest die Märkte die in Frage stellen. Und dann kann es ungemütlich werden. Das wäre jetzt so die permabullische Sicht auf die. Aber dann profitieren doch die Sachwerte, oder nicht? Dann müsste man doch eigentlich in Aktien weiter reingehen und nicht rausgehen, Markus. Genau. Das ist die große Frage. Natürlich hast du dann wahrscheinlich, wenn die Notenbanken nach wie vor extrem dafür sorgen, dass die realen Renditen nach wie vor extrem negativ sind. Aber wenn du das Gefühl hast, dass der Master of Disaster, die Notenbanken, nicht mehr wirklich die Kontrolle haben, und all diese Prognosen nicht eintreffen, ob dann wirklich die Aktienmärkte gut laufen, weil es Sachwerte sind. Wenn du ein Stagflationsszenario hast, und wir haben ja in den 70er Jahren Stagflationsszenarien gesehen, da sind die Aktienmärkte nicht so toll gelaufen. Ja? Also wenn wir das mal vielleicht an diesem Szenario messen. Also ich hätte zwei Anmerkungen. Eine zu dir, Roland. Du hast die historischen Bewertungsmodelle angesprochen. Wir waren jetzt mit Arcatis auf Roadshow, 2 Wochen lang, 10 Städte. Und ich gebe da immer ganz am Anfang, bevor dann wir über einzelne unserer Fonds sprechen, gebe ich einen Kapitalmarktausblick. So. Und den habe ich verengt auf die Fragestellung, ist diesmal alles anders? Wenn immer irgendjemand erklärt, diesmal ist alles anders, ist es meistens ganz schlimm und es kommt dann sehr schlimm. Und habe dann eben auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis mit dem Jahr 2000 verglichen. Und wenn du da guckst, dann sind wir tatsächlich von der Bewertung beim Kurs-Umsatz-Verhältnis weit über den Niveaus von 2000, also März 2000, Höhepunkt Internetblase. Kurs-Gewinn-Verhältnis sind wir etwa auf dem Level operativer Cashflow genauso. Und dann habe ich aber ein Bewertungsmodell genommen und das ist die Gewinnrendite der S&P 500-Unternehmen minus die 10-jährigen Treasury-Bonds. So, und wenn du das nebeneinander legst, dann hast du damals halt minus 369 Basispunkte gehabt. Also 369 Basispunkte lag die Rendite der Treasuries über der Gewinnrendite der S&P 500-Unternehmen. Und jetzt liegt sie 237 drüber. Da bist du überhaupt nicht auf dem Niveau von 2000. Das heißt, es hängt davon ab, ob ich ein Bewertungsmodell nehme, was den Zins mit inkludiert. Dann sieht es historisch überhaupt nicht gefährlich aus. Wenn ich den außen vor lasse, was man meiner Meinung nach eigentlich nicht tun kann, dann sieht es gefährlich aus. Und zu dir, Markus, ich stimme dir zu, wenn die Inflation tatsächlich eben hoch bleibt, dann könnte so ein Effekt eintreten, dass so eine Angst vor Zinserhöhungen, vor restriktiver Geldpolitik die Märkte unter Druck bringt. Wenn allerdings mein Szenario dann eintritt und die Notenbanken diese Inflation zunächst mal nicht bekämpfen und die Märkte das dann irgendwann registrieren, dann glaube ich, hat Roland recht, dann werden die Sachwerte weiter profitieren und dann werden auch die Aktien weiterlaufen, weil der Druck von den Notenbanken gar nicht kommt. Und in den 70er Jahren haben die Notenbanken halt immer, wenn die Inflation durch die Decke gegangen ist, gebremst. Denn das, was für Aktien schlecht ist, ist nicht Inflation. Es ist nur das, was üblicherweise die Notenbanken gegen Inflation tun. Wenn sie es aber nicht tun und die Märkte das irgendwann registrieren, dann wird die Inflation die Aktienkurse nur befeuern. Aber das Problem ist doch, dass der Markt das ja irgendwie spielen wird. Wenn wir das Szenario jetzt mal aufwerfen, okay, Inflation steigt weiter, Notenbanken haben sich geirrt, Notenbanken machen aber nichts dagegen. Dann kann es doch sein, dass die Anleiherenditen nach oben gehen, weil der Markt sich sagt, Leute, das ist nicht gerade hier wirklich die beste Konstellation. Ich fordere höhere Anleiherenditen. Dann wäre ja sozusagen mit den Anleihen eine klare Alternative zu den Aktienmärkten gegeben, weil ich dann wieder Renditen bekäme. Wenn die Notenbanken nicht zur Zinskurvenkontrolle übergehen, wovon ich in dem Szenario ausgehen würde. Also ich glaube, wenn wir bei über 2% liegen bei 10-jährigen Anleihen, dann sagt die Fed Geld, so lange, bis die Zinsen wieder runter. Aber wir waren ja weit über 3%, so lange ist es noch gar nicht her, bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und da war von Yield Curve Control
noch weit und breit nichts zu sehen. Also das wäre ja alles Aber da war von Corona auch nichts zu sehen. Und du darfst nicht vergessen, wir haben jetzt auf die Staatsschuld in den USA, die wir schon hatten vor Corona, nochmal 25% zum Bruttoinlandsprodukt draufgesattelt. Das aber trotzdem sind ja die Zinszahlungen der Staaten, etwa auch des amerikanischen Staates, obwohl die Schulden massiv gestiegen sind, sind ja die Zinszahlungen nicht wirklich höher, eben weil die Renditen genau. Also man kann das ja verkraften. Und deswegen müssen die Zinsen halt unten bleiben. Also, weil wenn sie dann wieder steigen und die müssen dann neue Anleihen begeben, die bei 3 oder 4% Rendite liegen, dann wird es eben schwer, das zu stemmen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir liegen nicht so weit auseinander. Ich denke, das könnte erstmal Angst auslösen. Wenn allerdings das Szenario eintrifft, die Notenbanken tolerieren das länger, dann haben wir ja keine restriktive Geldpolitik. Dann ist es nur dieser psychologische Effekt. Und den haben wir ja im Frühjahr schon gesehen, als plötzlich die Angst vor Zinserhöhungen umging. Nur wenn die Liquidität dann immer noch da ist, weil die Notenbanken sie nicht einschränken, dann gehen die Aktien auch wieder nach oben. Ja, also wäre auch die Erwartung, es gibt wahrscheinlich volatilere Zeiten, aber am Ende des Tages werden Aktien als Sachwerte profitieren. Und letztendlich, so wie wir wahrscheinlich Preiskontrollen sehen werden, wenn die Inflation weiter steigt, was ja die Politik schon ankündigt, mehr oder weniger verdeckt, so wird auch die Zentralbank letztendlich die Zinsstrukturkurve kontrollieren und im Griff haben. Das ist für die ja kein großer Aufwand. Und mit anderen Worten, irgendwo gibt es unter den Aktien immer ein Sicherheitsnetz. Und vielleicht stimmt dann doch die Story, Markus, Stocks can only go up, oder? Ja, das ist ja mein ureigenstes Credo, das eben. Weißt du, Roland, ja, always, da gibt es ja gar keine Alternative. Aber vielleicht werden wir jetzt, um vielleicht abschließend nochmal ganz kurz das Thema China zu streifen, wir haben das vorhin angesprochen, vielleicht ist da doch ein schwarzer Schwan irgendwie unterwegs, sichtbar an der sichtbare Eisspitze, sozusagen Eisbergspitze ist Evergrande. Vielleicht kommt da doch was, womit keiner rechnet, denn was kümmert die Chinesen, wenn bei uns die Aktienmärkte jetzt mal kollabieren, weil wir Angst haben, dass sozusagen China irgendwie ein echtes Thema hat? Seht ihr das als Risiko? Die letzte Hoffnung des Permabären. Ja, die allerletzte. Gell? Ich wünsche ja, dass alles zusammenstürzt. Ne? Nein, das ist ja Schmarrn. Aber ist doch zumindest ein denkbares Risiko, oder seht ihr das anders? Sehe ich komplett. Also ich sehe es anders, bin dazu auch von Radiosendern und Fernsehsendern schon befragt worden die letzten Tage. Vergleichen wir es mal mit Lehman. Bei Lehman waren die Schulden in der ganzen Welt verteilt und lagen nachher zu großen Teilen bei deutschen Landesbanken, wie wir wissen. Und das ist in diesem Fall anders. Und das war auch die erste Frage, die ich gestellt habe, als das dann durch die Medien ging mit Evergrande. Wo liegen die Schulden? Sie liegen zu 90%. Aber das ist ein rein technisches Argument, weil wenn Evergrande nur die Spitze des Eisbergs ist, also das betrifft ja praktisch alle Immobilienentwickler in China. Das ist ja sozusagen eine ganz andere Dimension. Ist auch egal. Jetzt haben wir beim chinesischen Immobilienmarkt, der macht 28% des BIPs aus. Also das ist ein riesen Faktor. Ja. Und es sind Millionen von Leuten, die ihre Wohnung bereits bezahlt haben und keine Wohnung kriegen. Jetzt möglicherweise dann eine Abwärtsdynamik in Gang setzen. Also wir stecken natürlich nicht drin in China. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer von außen, das zu beurteilen. Aber das ist schon eine Dimension, wo dieser Lehman-Vergleich immer sofort zurückgewiesen wird, weil man sagt, ja, die Summe der Schulden ist wesentlich geringer. Das sind zumindest die offiziellen Schulden. Wir wissen, bei Evergrande offiziell sind die Schulden bei 300 Milliarden. Da gibt es aber wahrscheinlich noch ein paar andere Schulden, die nicht so ganz offiziell sind. Und die gibt es eben auch bei anderen Immobilienentwicklern. Und die Hosse in China, die Wirtschaftshosse, basierte letztendlich auf einem permanent steigenden Immobilienmarkt, in den Kapital geflossen ist ohne Ende und Chinas Führung will das jetzt eben rückabwickeln, weil einfach Kapital nur in Immobilien geflossen ist und nicht in andere Bereiche. Das ist schon ein systemisches Risiko, das vielleicht diese ganzen Prognosen über China doch in Frage gestellt. Ja, aber Herr Fugmann, das ist doch reine Spekulation, was Sie da aufstellen. Mehr Schulden, weniger Schulden. Also, um es klar zu machen, du kannst ja recht haben. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, es ist Evergrande nicht der einzige Immobilienentwickler. Es sind vielleicht andere, die dastehen. Nur wir müssen eben sehen, wir haben in China Staatskapitalismus. Eigentlich ist China ja eine Art von MMT-Wirtschaft. Der chinesische Staat hat ja auch das Papiergeldsystem. Die chinesischen Staatsunternehmen haben in Summe Verluste eingefahren seit Lifetime. Wenn da eine Bank plötzlich Probleme hat, weil ein Gläubiger, ein privater Gläubiger wie Evergrande, das ist eine private Gesellschaft, die Schulden nicht zahlt, ja, dann nimmt der Staat den einfach die faulen Kredite so weit von der Bilanz, dass die Bank nicht umkippt.
Und ich bin mir ziemlich sicher, der Staat wird auch die Bürger, die da ihre Anzahlung geleistet haben, entsprechend entschädigen und auch dafür sorgen, dass die ganzen Baufirmen, die da dran hängen, nicht pleite gehen. Der chinesische Staat kann das alles machen, weil es eine staatsgelenkte Wirtschaft ist. Wir standen ja bei Lehman vor der Problematik, ja, ist das Moral Hazard, kann man das machen? Das ist doch eigentlich nicht unser Prinzip. Als Lehman dann passiert war, war das Credo ja dann klar, also jetzt bitte dann doch alles raushauen. AIG-Versicherung hat damals 182 Milliarden Dollar gekriegt. Hätten sie nicht gekriegt, dann wäre die Deutsche Bank pleite gewesen, weil das war der größte Kreditversicherer. Nur bei Lehman hat man noch gesagt, nee, wir müssen den freien Markt noch walten lassen. Den gibt es aber in China ja immer generell gar nicht. Die gehen einfach hin und sagen, das ist unser Plan, das wollen wir stützen, die kriegen das Geld. Und deswegen glaube ich, der Staat wird da Brandmauern einziehen. Sie werden Evergrande pleite gehen lassen, vielleicht auch noch andere Immobilienentwickler, um zu zeigen, um ein Signal zu setzen, überbordende Verschuldung, liebe Unternehmer, ist nicht so schlau, das kostet euch den Kopf. Aber all das, was dranhängt, werden sie so weit entschädigen, dass du keine Kettenreaktion bekommst. Das ist meine Annahme. Und da es dann aber eben tatsächlich ein chinesisches Problem ist und diese Schulden nicht irgendwo im westlichen Ausland bei europäischen und amerikanischen Banken liegen, ist ein weltweiter Flächenbrand für mich ausgeschlossen. Und die Reaktion der Märkte gestern und auch heute, die sich ja deutlich erholen, zeigt mir auch so ein bisschen, dass die Märkte anfangen, das zu verstehen. So, Stefan, jetzt haben wir den Salat, jetzt hast du den Marcus und so einen Permanbär, die Hoffnung genommen, dass die Welt vielleicht doch mit einer Kettenreaktion zusammenbrechen könnte. Wie bauen wir jetzt den Marcus denn wieder auf? Was ist denn so das Worst-Case-Szenario? Was kann dann aus deiner Sicht passieren, dass es wirklich zu dem kommt, was Marcus die ganze Zeit befürchtet? So ein Horrorszenario? Ah ja, was könnte das sein? Also klar, ja, dass ich Finanzkanzler werde, ja, das wäre für die Börsen ganz schlecht, muss ich mal ganz klar sagen. Ne? Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht unbedingt. Das ist Best Case. Best Case. Na, MMT, ja. wir werden wie die Chinesen. Ne? Wir kaufen alles, ne? Wir verstaatlichen das und alles ist gelöst, oder wie? Also meine Szenarien haben ja immer gewisse Annahmen, wie Politik reagieren wird, wie Notenbanken reagieren, wie jetzt der chinesische Staat reagiert. Wenn ich mich irre in meiner Annahme, wie der chinesische Staat oder die Notenbanken mit der Situation umgehen, dann gilt das Szenario natürlich auch nicht. Sprich, also wenn ich mich da irren sollte, dann hätte Markus doch die Chance, dass sein Szenario eintritt. Und wenn wir dann nochmal andere Szenarien angucken und in Richtung Geopolitik gehen, also nehmen wir mal an, die Chinesen würden wirklich Taiwan quasi annektieren sagen, das vereinladen wir uns, das gehört einfach zum Riesenreich. Und die Amerikaner würden irgendwie als Schutzmacht da doch gegenhalten. Und es würde plötzlich sowas wie eine militärische Auseinandersetzung zwischen China und den USA im Raum stehen. Muss ich sagen, könnte Markus durchaus recht bekommen, das würde wahnsinnig auf den Märkten lasten. Oder, ich weiß ja nicht, wenn die Taliban weitermachen, die sind ja schnell vorangekommen, wenn die Weihnachten vor der deutschen Grenze stehen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Druck auf die europäischen Märkte ist. Über das habe ich schon lange nachgedacht, ja, aber ich wollte das ausarbeiten, um das dann detailliert auch mal präsentieren zu können. Ja, wunderbar. Also, das sind so ein paar Perspektiven fürs dritte Quartal. Wir bedanken uns super herzlich bei Stefan Risse. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dem Roland auch. Oder, Roland? Kann man so sehen. Das war eine sehr schöne Einlage. Das war aber auch sehr, sehr gut reflektiert und ausgewogen, wie du die Welt, die Wirtschaft, die Finanzmärkte, die Börsen siehst. Und wir müssen jetzt so zu sehen, wie wir den Markus wieder moralisch aufbauen, dass der hier nicht in Depressionen verfällt. Wir werden Argumente finden und bin mir sicher, dass es da genug geben wird, dass es auch wieder andere Szenarien geben könnte. Ja, wir haben ja quasi eine Heimat. Ich und der Markus, du hast ja Rissen schon genannt, da kann man so viel Privates, glaube ich, kann man sagen. Auch wenn ich da nicht mehr so oft bin, aber ich bin da sehr regelmäßig in Rissen. Wir haben auch Kinder, die in die gleiche Schulklasse gehen im Übrigen. Und ich bringe dem Markus regelmäßig Alkohol vorbei. Du bringst immer zu wenig, Stefan. Das muss ich dir mal ankreiden. Ja? Also ich bitte das nächste Mal. Und durch mich hast du wenigstens eine Versorgung mit bayerischem Bier. Das fehlt dir ja total. Ja? Immer das Becks da, das Bremer Becksaufen, das ist ja. Ja, ob du es glaubst oder nicht, ich trinke kein normales Bier. Ich mag normales Bier überhaupt nicht, viel zu bitter. Das einzige Bier, was ich trinke, ist das Weizenbier aus deiner schönen bayerischen Heimat. Oh. Nein, hat mir auch riesig Spaß gemacht, vor allem, wenn man mal so ein bisschen humoresk das dann auch transportieren kann. Ihr habt gesagt, euer Publikum mag das, deswegen habe ich mir so ein paar kleine Einlagen erlaubt. Das Fachliche hat hoffentlich nicht gelitten und da kann ich nur sagen, gerne wieder.
wenn ihr mal wieder Notnagel braucht, weil die ganz großen Namen absagen. Ganz sehr gut. Vielen Dank, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht. Alles Dankeschön. Gute. Wir sind nach einer kurzen Unterbrechung wieder da und sagen ciao, Stefano. War eine Freude mit dir. Bis gleich. Bleiben Sie dran jetzt hier. Successful Manager. Smart Investor. Nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can, when you trade with XTB. Das war also unser Triell. Ich hoffe, es war ein bisschen, unterhaltsamer, hat mehr Spaß gemacht als die Fernsehtrielle, die wir gesehen haben mit Frau Baerbock und die zwei anderen habe ich vergessen. Jedenfalls hatten wir mit Stefan Risse einen Gesprächspartner, der sehr unterhaltsam war, wie ich fand, der uns interessante bullische Perspektiven gegeben hat. Roland, da war er ja genau auf deiner Linie und kann gut sein, dass wir mit dem Stefan Risse mal ein Finanzentertainment-Format machen. Wärst du da dabei, Roland? Da hätte ich echt auch Bock drauf. Also so ein reines Entertainment-Format vielleicht. Was sagst du dazu? Ja, das wäre schon eine Möglichkeit, weil der Stefan ist schon sehr unterhaltsam und auch in den Dialekten sehr gut unterwegs und kann ja so manche norddeutsche Politiker ganz hervorragend nachmachen. Und das ist vielleicht ein gutes Gegengewicht zu deinem bayerischen Dialekt. Ich fand das Triell einfach auch gut. Vor allen Dingen, weil ich hoffe, es war deutlich inhaltsschwerer als das, was wir in den letzten Wochen im Fernsehen gesehen haben, bei den politischen Triellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Stefan in Zukunft einfach auch mal mehr machen, weil das war nicht nur vom Inhalt spannend und interessant, sondern auch vom Unterhaltungswert, so wie ich es gesehen habe. Auch wenn ich sage, Mensch, armer Markus, du bist ja dann doch so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten. Ja, sicher. Als Permabär hattest du heute keinen leichten Stand gehabt. Ja, also vielleicht könnt ihr ja in die Kommentare reinschreiben oder kommentieren, wie fandet ihr das? Hat das Spaß gemacht oder war das irgendwie albern? Ja, was ist das? Ist das zu ertragen oder ist das ein Format, das ihr öfter sehen wollt, so in der Art und Weise? Wir werden jedenfalls in 2 Wochen die nächste Sendung machen zu Boom und Bust. Das Thema werden wir euch rechtzeitig mitteilen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Abend. Mal adiot, servus und ciao. Bis dahin, tschüss zusammen.